Meine Damen und Herren, passt eine Ausstellung über Kinderspielzeug aus der ganzen Welt, passt in ein regionales Freilichtmuseum? Darüber könnte man streiten, darüber kann man diskutieren. Aber wie schon unser großes Vorbild, das erste große Freilichtmuseum auf dieser Welt in Skansen, also in Schweden, Stockholm, hat die Idee gehabt, dass man durchaus über seine Grenzen hinausgehen darf. Und Skansen zeigt nicht nur Gewerbe und Landwirtschaft und Häuser dergleichen aus dem schwedischen Bereich. Es hat auch überregionale Schwerpunkte gesetzt und legt verstärkt heute Wert darauf, die Menschen über die schwedische Kultur hinaus zu betrachten, in aller Welt zu betrachten. Und noch etwas kann man in Skansen lernen. Die erwachsenen Besucher sollen sich ebenso wie die Kinder an den Dingen erfreuen und einmal, und sei es auch nur für kurze Zeit, ihre reale Umwelt vergessen und sich versetzt fühlen in andere Kulturen, in eine andere Welt. Auch soll Neugier geweckt werden und die Bewunderung für die unendliche Fantasie, die sich wohl in allen Kulturen dieser Welt entfaltet, wenn es darum geht, Kinder zu unterhalten, zu belehren und zu erfreuen. Schließlich ist ein Museum, und da gebe ich unseren Saarburger Nachbarn recht, auch ein Amüseum. Und auch unser Museum erfreut sich dank spannender und unterhaltender Präsentationen über vermehrten Zuspruch. Und als Leiter leugne ich das nicht, auch über vermehrte Einnahmen. So greift auch hier diese heute zu eröffnete Ausstellung, übrigens wie die Zinnfigurenausstellung, die wir ja schon vorhin Jahr eröffnet haben, weit über unsere Region hinaus und zeigt Spielzeug aus aller Welt. Spielzeuge sind Gegenstände, die eigens für Kinder und Jugendliche hergestellt sind und zum Spielen anregen. Sie helfen schon in frühem Lebensalter, den Umgang mit den Dingen zu üben, sie im eigentlichen Wortsinne zu begreifen. Und sie helfen, dass sich Kinder bewegen, sich mit Spielzeug bewegen. Und es gibt da Reifen, Bälle, Springseile, Nachziehspielzeuge. Wir haben hier sehr schöne Beispiele aus Polen zum Beispiel. Und dann ist es auch natürlich, sind es viele Spielsachen aus, zum Liebhaben, so aus Wolle, aus Stoff, Puppen. Besonders beliebt, aber auch schon recht kostspielig sind dann ganze Puppenstuben oder kleine Theater. Und zum Gestalten und Bauen regen auch Knetmaterialien an oder mechanische Teile, die man zusammenbauen kann, der verschiedensten Art. Kann man Baukräne aufbauen oder das geht dann hin bis zu Modelleisenbahnen und solchen Dingen. Kinderspielzeug gab es schon in vorgeschichtlicher Zeit. Erhalten haben sich Tierchen aus Ton und Bronze. Wir wissen auch, dass es im klassischen Griechenland schon Kinderspielzeug gegeben hat, Gliederpuppen aus Holz zum Beispiel, Wägelchen, Bälle und Reifen. Von Kinderspielzeug aus den dunklen Zeiten der Völkerwanderung wissen wir begreiflicherweise wenig, aber dann mit dem Aufblühen der Malerei, vor allem in der Spätgotik, begegnet uns wieder Spielzeug. Auf mittelalterlichen Tafelbildern finden sich Steckenpferde, Windräder, Puppen und Kreisel. Aus etwas späterer Zeit zeigt das hier in der Ausstellung gezeigte Bild von Peter Bruegel dem Älteren Kinderspiele. Und merkwürdigerweise oder interessanterweise sind viele der Spielenden, die dort abgebildet sind, gar keine Kinder, sondern sind Erwachsene. Und es soll wohl ein Hinweis des Malers sein, dass also das ganze Leben über Menschen auch in gewisser Weise spielen oder zum Spielen neigen. Schon um diese Zeit, also im 16. Jahrhundert, entwickelte sich ein Spielzeuggewerbe und ein ausgedehnter Handel mit einem Schwerpunkt im deutschsprachigen Raum. Dabei lassen sich zwei Richtungen unterscheiden. Zunächst haben wohl Bauern und ländliche Bildstitzer mit einer Art bescheidener Freizeitproduktion begonnen. Dann aber entwickelten Handwerker und Künstler in einigen Städten eine frühe industrielle Fertigung. Berühmt wurden die Nürnberger Spielwaren, der Nürnberger Tand. Nürnberg war wohl auch durch seine verkehrsgünstige Lage ein Schwerpunkt für das Kinderspielzeug. Es gab immer ganz bestimmte Gründe für die Standortentwicklungen. Und heute gibt es ja noch in Nürnberg die internationale Spielwarenmesse. Ich glaube, alle zwei Jahre findet die statt. Dann gab es Schwerpunkte in Frankfurt am Main, in Ulm und in Augsburg. Aus Augsburg kommen die
berühmten Augsburger Bilderbogen und die Puppenhäuser. Und das waren also auch Schwerpunkte für die Spielwarenindustrie. Im ländlichen Bereich war meist die Holzschnitzerei basierend, die auf dem Holzschnitzerei basierende Spielwarenherstellung ein Ersatz für aufgegebene, verlorene Lebensinhalte, wie zum Beispiel im Erzgebirge, wo früher der Bergbau eine große Rolle spielte, wo aber die Menschen dann eine andere Tätigkeit finden mussten. Die Erzeugnisse des Erzgebirges sind in der Sammlung ganz besonders ausführlich vertreten. Das hat auch seine ganz bestimmten Gründe. Zentren dort waren Grünhainichen, Obernhau, Seida und Seifen, wo die Reifentiere herkommen. Eine ganz besondere, interessante Spielzeuggestaltung und Produktion. Das waren also eigentlich Notstandsgebiete. Die wurden zum Teil auch vom Staat gefördert, auch im Thüringer Wald. Und man hat dort dann also geholfen, auf diese Weise wieder den Menschen einen Lebensinhalt zu geben. Im Berchtesgadener Land in Hallein, in Oberammergau, waren es eher Zweitgewerbe, die wie im Gefolge der religiösen Schnitzerei entstanden sind. Und im Grödner Tal war das Vorkommen des Zirbelholzes vielleicht der Ausgangspunkt für ganz besonders anspruchsvolle Schnitzereien. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts hatte sich die Produktion schon so gesteigert, dass sie weit über den inländischen Bedarf hinausging und ein bedeutender Exportfaktor wurde, vor allen Dingen nach England und in die USA. Reisende Händler, Musterbücher und Kataloge halfen bei der weiten Verbreitung. Die handwerkliche Herstellung von einfachem und billigem Spielzeug aus Ton, aus Holz, Papier, Stoffresten und so weiter ist auch in anderen Teilen der Welt meist charakteristisch für Notstandsgebiete. Dabei ist es oft verblüffend, wie die Handwerker mit bescheidensten Mitteln interessante Effekte erzielen können. Hier in der Ausstellung kann man zum Beispiel einen kleinen Specht sehen, der hämmernd einen Stamm entlang rutscht. Ganz automatisch, ganz von selbst. Oder man kann Turner sehen, die auf Fingerdruck ihre Turnübungen veranstalten. Ganz einfache, aber genial einfache Spielzeuge. Es gibt wohl keinen Lebensbereich, der nicht im Spielzeug wiederzufinden ist. Neben den Menschen spielen natürlich Tiere und alle Arten von anderen Dingen der Welt eine Rolle. Auch die biblische Geschichte wird schon den Kindern, spielen Kindern nahegebracht. Und Sie sehen hier an der Ausstellung auch Adam und Eva mit der Schlange, die Arche Noah mit vielen Tieren oder auch die Heilige Nacht in Bethlehem. Es gibt Brautpaare und Musiker, Bergleute, Soldaten, die ganze Fauna und Flora und Puppen, Puppen, Puppen. Ein Charakteristikum für die hier ausgestellte Sammlung von Frau Barbara Schuh ist die Betonung des vorwiegend einfachen Spielzeugs, das handwerklich mit bescheidenen Mitteln hergestellt ist. Frau Professorin Schuh hat diese kleinen Dinge auf vielen Reisen in der ganzen Welt zusammengetragen. Von 1934 bis 50 arbeitete sie als Lehrerin an der Staatlichen Akademie für Kunstgewerbe in Dresden. Schon zuvor als Studentin war ihr Interesse an Kinderspielzeug geweckt worden und nun in Dresden, nahe der Spielzeugregion Erzgebirge, konnte sie sich intensiver mit diesem Thema beschäftigen. So ist auch in dieser Sammlung das Erzgebirge mit vielen schönen Stücken vertreten. Die einmal geweckte Sammelleidenschaft führte sie in der Folgezeit nach Italien, nach Frankreich, nach Portugal, nach Polen, nach Russland, nach Nord- und nach Südamerika. 1935 bereiste sie mit einer Freundin Indien und so entstand der indische Schrank, den wir hier auch wieder aufgebaut haben und der vor allem Spielzeug aus dem dörflichen Indien zeigt. Es sind immer die einfachen, wie ich schon sagte, einfach herzustellenden Stücke, oft geprägt von lokaler Tradition, die den Reiz dieser Sammlung ausmachen. Frau Barbara Schuh hat ihre Sammlung 1988 in Köln der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Es hat dann wohl etwas mit dem Umstand zu tun, dass so manches Museum, ich weiß, wovon ich spreche, aus finanziellen Problemen heraus nicht alles zeigen kann und immer zeigen kann, was es gerne möchte. So war es auch in Köln und so kam die Sammlung dann nach Konz. Zuvor aber musste es zu einer Konstellation manch guter Geister kommen. Da war zunächst der Trier Rechtsanwalt Gilbert Haufs-Brusberg, der auch hier ist und den ich herzlich begrüße. Der erzählte seiner Tante etwas von unserem Museum. Der hat wahrscheinlich unsere Zinnfigurenausstellung gesehen. Und der hat also seiner Tante, das war die Schwester der inzwischen verstorbenen Frau Professorin Schuh,
etwas von unserem Museum. Und das ist die Frau Dr. Jährling. Und die begrüße ich auch ganz herzlich hier. Die Frau Dr. Jährling. Frau Dr. Jährling, die Eigentümerin und Leihgeberin dieser Sammlung, die kam also mit ihrem Neffen, dem Rechtsanwalt Haus Bosberg, und fragte uns, ob wir diese Ausstellung hier zeigen wollten und könnten. Wollten wir schon, aber können, das war die große Frage. Wir wussten, dass eine fachgerechte Ausstellung bei den räumlichen Verhältnissen, die hier nun mal existierten, uns 100.000 Euro kosten würde. Und den Betrag, den hatten wir in unserer Planung nicht drin. Das konnten wir einfach nicht. Und da sprangen uns zwei immer schon bewährte Helfer zur Seite. Erstmals der Herr Landrat Dr. Groß, den ich ja schon begrüßt habe, der war als Vorsitzender des Verwaltungsrates der Sparkasse. Ist die eigentlich auch da? Nee, scheinbar noch nicht. Der war als Vorsitzender des Verwaltungsrates der Sparkasse in der Lage, einen namhaften Betrag bei der Sparkasse loszueisen. Und dann half uns auch als Zweiter noch der Bürgermeister Manns. Und das marode Dach, das war total kaputt auch. Es war also eigentlich der Raum, den Sie gleich sehen werden, der war weniger als ein Rohbau, muss man sagen. Der hat uns dann geholfen, dass hier noch das marode Dach in Ordnung gebracht werden konnte. So konnten wir mit dem Ausbau beginnen, wobei uns dann auch noch die Firma Steyr Holzbau, wie schon so oft, Herr Steyr ist auch hier und begrüße ihn herzlich, der hat uns dann auch noch geholfen beim Ausbau hier. Und noch viele könnte ich jetzt nennen, viele Helfer, die hier im Einsatz waren, vor allem unsere Reihen Mitarbeiter, die sind zum Teil ja auch hier gekommen. Und die haben ganz besonders mit besonderem Fleiß und Begeisterung mitgeholfen. Das hängt wahrscheinlich auch mit den Sammlungsgegenständen zusammen ein bisschen. Und dann hat bei der Fertigstellung auch noch ein bewährter Helfer geholfen. Das war Herr Diplom-Ingenieur Paulus. Der hat uns nämlich die ganze Beleuchtung spendiert. Das ist ja auch ein schönes Stück. Und dann haben zum Schluss, ist hier noch zu erwähnen, die Ausstellungsmacher. Das ist einmal, eben war Schandler hier, mein engster Mitarbeiter Herr Kramp, dann Frau Trilsbach und der Herr Zimmer-Berberich. Die haben die Ausstellung gesichtet und alles zusammen dann hier arrangiert. Sie alle, meine Damen und Herren, zunächst die Eigentümerin und Leihgeberin der Sammlung, Frau Dr. Jährling, aber auch alle guten Helfer, die ich genannt habe, vor allem Herr Dr. Groß von der Sparkasse Trier und Herr Bürgermeister Manns, aber auch allen Freunden unseres Museums, seien Sie uns heute herzlich willkommen. Wir danken allen Beteiligten für das Zustandekommen dieser Ausstellung und freuen uns nun, Ihnen diese Erweiterung des Museums zeigen zu können. Und zugleich dürfen Sie dann auch ein Gläschen von unserem Museumswein zu sich nehmen. Also, bitteschön. Applaus